Herzlich willkommen vor der 11. Runde. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Wir spielen am Samstag um 16 Uhr gegen den SV Grödig. Wenn wir begrüßen, darf ich heute Marvin Botzmann und Cheftrainer Franco Foda vorausschauend auf die Länderspielpause. Es werden zwei Testspiele stattfinden am Freitag, den 9.10. um 15 Uhr gegen Hallertal Sombardy im Trainingszentrum Messendorf. Und am Samstag darauf spielen wir gegen den Stammtisch-Cup-Gewinner, der hat das Spiel gegen uns gewonnen, Kraftwerk Ü30 in der schönen Sportanlage in St. Johann in der Heide. Jetzt aber zum Spiel am Samstag, Franco. Der Wille zum Sieg, wie wichtig ist der gerade bei knappen Spielen? Ja, der ist extrem wichtig, weil es gibt viele Spiele, gerade jetzt in diesem Jahr in der Liga, die sehr eng sind. Und da kann manchmal Leidenschaft und Wille noch den Unterschied ausmachen. Aber letztendlich, denke ich, sind wir eine Mannschaft, die will über fußballerische Qualität zum Erfolg kommen. Und das haben wir in den letzten zwei Spielen getan, obwohl da nicht alles perfekt war. Aber wir haben vor allen Dingen wieder mehr Stabilität gehabt in der Defensive. Wir haben weniger Fehler begangen. Wir waren sehr kompakt in allen Mannschaftsteilen, vorne und hinten, haben sehr, sehr gut gegen den Ball gearbeitet, aber wir müssen nach wie vor noch einige Dinge besser machen. Passqualität müssen wir noch erhöhen, das Tempo im Spiel nach vorne, wir müssen noch besser das Spiel entwickeln. Auch die Besetzung in der Box muss noch besser werden, aber daran arbeiten wir tagtäglich und ja, wichtig war, dass wir jetzt die letzten Spiele gewinnen konnten. Aber jetzt ist es wichtig, sich wieder auf das Spiel morgen voll zu konzentrieren. Da erwartet uns wieder eine schwierige Aufgabe und die müssen wir wieder mit Elan ausfüllen. Ich bitte um Ihre Fragen an den Trainer. Bitte das Mikro zu verwenden. Hinten. Marco, wie geht's? Funktioniert. Wie geht's, Thorsten Schick? War der nicht ein bisschen angeschlagen in der letzten Zeit? Ja, Thorsten hat gestern wieder mit der Mannschaft trainieren können. Ja, wird man sehen, wir haben heute noch ein Training in der Nähe von Salzburg. Und dann werde ich entscheiden, ob er dann morgen spielfähig ist oder nicht. Ansonsten sind fast alle Mann an Bord, bis auf Simon Piesinger und Lyko. Beide werden am Sonntag bei den Amateuren zum Einsatz kommen, um Spielpraxis zu sammeln. Sandy Lovric ist ja gesperrt aufgrund der fünften gelben Karte beim letzten Spiel bei der Amateurmannschaft. Tancho ist leider noch angeschlagen, also wird morgen nicht spielen können. Aber sonst sind alle Spieler topfit und hoffentlich dann morgen voll konzentriert auf das Spiel. Weitere Fragen an den Trainer? Walter, bitte. Peter Schöttler hat gesagt, dass sich seine Mannschaft nicht für die harte Arbeit selbst belohnt. Das ist ähnlich wie bei Sturm. Was kann man da besser machen oder was wird man da morgen erwarten dürfen? Ja, das war bei uns ja auch der Fall in zwei, drei Spielen, wo wir wirklich gut gespielt haben und hatten aber letztendlich keinen Erfolg und keine Punkte geholt. Ja, Grödig ist eine Mannschaft, die nicht nur im Konter gefährlich ist, sondern für mich spielen die einen sehr guten, gepflegten Fußball. Sie haben vorne extrem schnelle Spieler, kleine, wendige, quirlige Spieler, die im Dribbling extrem gut sind. Und darauf müssen wir vorbereitet sein, sind wir auch. Aber unsere Intention ist es immer, egal gegen wen und wo wir spielen, wir wollen immer alles unternehmen, um dieses Spiel zu gewinnen. Ja, wir haben da, glaube ich, auch einen guten Plan und den müssen wir einfach morgen 90 Minuten lang umsetzen. Aber in der Liga, das habe ich immer gesagt, ist jeder in der Lage, jeden zu schlagen. Und Grödig hat ja nicht umsonst in Salzburg auch 2-0 geführt, haben sie extrem gut nach vorne gespielt. Aber auch Grödig hat Schwächen innerhalb der Mannschaft, so wie wir auch. Und die müssen wir versuchen, einfach auszunutzen.
Weitere Fragen an den Trainer? Sich gründlich etwas verändert durch Peter Schöttl im Vergleich zur letzten Saison? Der Spielstil, oder sind Sie hinten sicherer geworden? Ja, das kann ich schwer beurteilen. Ich kenne ja die Trainingsarbeit von Peter nicht. Aber Fakt ist, dass Grödig eigentlich in den letzten Jahren immer versucht hat, auch nach vorne zu spielen. Klar sind sie im Umschaltspiel gut. Peter, weiß ich, ist auch ein Trainer, der auch viel Wert legt auf Kompaktheit, was im Fußball extrem wichtig ist. Man muss immer eine Balance haben zwischen Offensive und Defensive. Es macht keinen Sinn, nur mit Hurra nach vorne zu spielen und dann hinten sich Tore einzufangen. Und wie gesagt, für mich ist Grödig eine Mannschaft, die guten Fußball spielt, die nicht nur im Konter gut agiert, die schnelle Umschaltspiele hat. Aber letztendlich ist es immer entscheidend, was wir tun. Ja, wenn wir genauso auftreten wie in den letzten Spielen, wenn wir bereit sind, lange Wege zu gehen, wenn wir immer wieder bereit sind, die Kompaktheit in der Defensive schnell herzustellen, auch kompakt anzugreifen, wenn wir gewillt sind, schnell nach vorne zu spielen, was wir auch in den letzten Spielen viel, viel besser gemacht haben. Wir haben nach Balleroberung viel schneller und zügiger nach vorne gespielt. Klar gibt es dann immer noch, fehlt oft mal der finale Pass oder manchmal sind wir dann in gewissen Situationen noch etwas zu hektisch. Aber wir werden weiter daran arbeiten und ja, wichtig war, dass wir jetzt in den letzten Spielen gut funktioniert haben. Aber wir wissen, der Fußball lebt nicht in der Vergangenheit. Wir müssen uns morgen wieder neu beweisen. Jeder Einzelne muss wieder morgen alles abrufen, alles investieren, um dann auch dieses Spiel gewinnen zu können. Bestimmt sind sehr viele Spieler für Tore gut. Ist das dem Trainer lieber, als wenn immer nur ein, zwei Spieler für die Tore verantwortlich sind? Ja, natürlich. Ja, das ist ja auch Sinn und Zweck. Also meine Spieler haben gerade im Spiel nach vorne viele Freiheiten. Ja, sie können sich frei bewegen, sie können ihre Kreativität auf freien Lauf lassen. Ja, wir wollen auch oft rochieren, Position wechseln. Diese Freiheiten haben die Spieler im letzten Drittel in der Endzone. Sie müssen dann nur auch wissen, was es zu tun gibt, wenn wir dann auch den Ball verlieren. Ja, aber ich glaube, das ist extrem wichtig für eine Mannschaft, dass sie Flexibilität hat im Spiel nach vorne. Und klar, es ist auch gut, wenn man weiß, dass mehrere Spieler Tore erzielen können. Aber wenn man auch ehrlich ist, muss man sagen, dass wir, wenn man bedenkt, wie viele Torchancen wir rausgespielt haben, ja, in allen Spielen, haben wir einfach viel, viel zu wenig Tore erzielt. Ja, das ist einfach Fakt. Auch daran müssen wir immer wieder weiterarbeiten. Auch da erwarte ich auch von meinen Spielern, dass sie noch vor dem Tor noch konzentrierter agieren, noch zielstrebiger, noch klarer in ihrem Spiel sind. Aber gut, wie sagt man, Rom wurde auch nicht an einem Tag erschaffen. Also insofern werden wir daran weiterarbeiten und die nötige Geduld auch mitbringen, um dann auch die Spieler weiterzuentwickeln. Welcher Stürmer passt morgen für das Spiel gegen Grödig am besten? Ja, das sage ich dir nachher unter vier Augen. Aber nur, wenn du es nicht weiter verrätst. In der 11. Runde der letzten Saison, zwar in Graz, begann es mit Grödig. Jetzt ist genau ein Jahr vorbeigegangen und wieder Anfang in der ersten Oktoberwochenende wartet wieder Grödig. Ein sehr schönes Jahr? Ja, also zuerst ging mir das Jahr sehr schnell rum. Also man merkt, je älter man wird, umso schneller vergeht die Zeit. Und ja, nochmals, ich habe bis zum heutigen Tag keine Sekunde bereut, wieder nach Graz zurückzukehren, obwohl mir es bewusst war, dass es keine leichte Aufgabe wird und habe jeden Tag Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten und es hat sehr gut angefangen. Wir haben viele gute Spiele abgeliefert, wir waren international dabei, dann gab es aber auch mal, das sage ich immer wieder, auch auf dem Weg nach oben, wenn du eine gewisse Spielidee auch entwickeln willst, dann geht halt nicht immer alles nur schnell, schnell, schnell nach oben, sondern da musst du auch mal Rückschläge verkraften. Diesen Rückschlag hatten wir, auch da war der Wind etwas rauer, aber auch das haben wir zur Kenntnis genommen, auch das haben wir überstanden und wichtig war einfach, dass man auch in so einer Phase, wenn es halt mal nicht läuft, die nötige Ruhe mitbringt, dass wir wissen,
oder ich weiß, was die Mannschaft kann, dass man dann auch zu der Mannschaft steht, dass man ihr Vertrauen schenkt, Vertrauen gibt. Und also insofern war es ein schönes Jahr und das ist halt der Fußball, gerade bei einem Verein, wenn die Emotionalität immer sehr hoch ist. Ja, aber auf der anderen Seite ist es ja auch schön, wenn du weißt, du hast viele Fans. Und wichtig ist einfach, die Dinge immer richtig einzuordnen. Im Erfolg, wie auch, wenn es mal nicht so laufen sollte. Weitere Fragen an den Trainer? Vertrauen ist wichtig, vor allem für Stürmer. Jetzt hat der Roman Kinnerst getroffen im letzten Spiel, dann ist er ja eigentlich gesetzt für morgen. Ja, könnte sein, aber ich mache das nicht abhängig davon, ob ein Stürmer nur Tore erzählt. Für mich gibt es im Spiel auch andere wichtige Dinge. Wie verhält sich ein Spieler, ein Stürmer gegen den Ball? Wie arbeitet er für die Mannschaft? Bereitet er auch Tore vor? Also ich messe meine Stürmer nicht nur an den Toren, ja, sondern für mich sind im Fußball, gibt es viele Facetten, die wichtig sind, ja, im taktischen Bereich, im Spiel gegen den Ball, welche Räume öffnet er für seine Mitspieler. Klar, der Zuschauer sieht vielleicht dann nur, Stürmer macht der Tore, macht er keine Tore. Ich als Trainer analysiere Spieler anders und sehe auch Spieler anders. Aber ist es möglich, dass er morgen spielt? Aber wir haben vorne, auch Josip hat, wenn er reinkommt, gute Ansätze gezeigt, auch Eddie hat im Cup ein Tor erzielt, also jeder wartet im Prinzip, dass er auch die Möglichkeit hat. Und das ist auch wichtig, ja, das war auch wichtig in den letzten Spielen, das sage ich immer, dass man alle Spieler benötigt und gerade auch manchmal die Spieler, die draußen sitzen, auf der Bank sind, können extrem wichtig sein für eine Mannschaft. Und ich glaube, das haben die letzten Spiele auch bewiesen, gerade Sascha kam rein, nicht nur aufgrund seines Tores gegen Austria Wien, auch jetzt wieder im Spiel gegen Admira, da hat sich was bewegt im Spiel. Und das ist gut zu wissen für einen Trainer, dass er Spieler hat, wenn sie reinkommen, dass sie sofort bereit sind. Sollte Thorsten Schick verletzt sein, wird wer nachrücken, Herr Trainer? Ja, gibt es mehrere Varianten. Es kann Christian Dobrasch kann rechts spielen, Donis kann rechts spielen, dann kann Sascha auf der 10 spielen, Sascha kann links rechts spielen. Also wir haben, glaube ich, dann auf dieser Position Variationsmöglichkeiten. Aber wie gesagt, jetzt warten wir das Training ab heute und Thorsten hat gestern normal trainiert, hatte keine Probleme mit seiner Verletzung. Jetzt geht es einfach darum, ob ich ihn spielen lasse oder nicht, weil er ja doch drei Tage gefehlt hat vom Mannschaftstraining. Aber das werde ich dann morgen entscheiden. Was hatte Schick? Er hatte nur leichte Probleme mit dem Oberschenkel, also nichts Gravierendes. Gibt es noch eine Frage an den Trainer? Ansonsten wechseln wir bitte. Jawohl. Marvin, du bist jetzt schon eine Zeit in Graz, bist von Grödig gekommen, 11 Pflichtspiele hast du bisher absolviert. Wie fühlt es sich an bei Sturm? Wie siehst du deine 11 Pflichtspiele, deine Leistung in diesem Spiel? Ja, es fühlt sich halt anders an als in Grödig. Es ist halt viel mehr los, sage ich jetzt einmal, bei dem Verein. Es ist eine höhere Qualität da im Training, im Spiel. Es ist einfach was anderes, muss ich sagen. Und ja, ich bin über die 11 Spiele, sage ich mal, stolz. Ich habe mir das nicht so schnell erwartet, dass ich gleich so viele spiele. Und ja, Luft nach oben habe ich auf jeden Fall noch. Ich bitte um Ihre Fragen an den Marvin Potzmann. Eine Frage, die man immer stellt, wenn man im ehemaligen Verein zu Gast ist, hast du noch Kontakt zu den Spielern? Habt ihr euch ein bisschen ausgetauscht vorher? Freust du dich schon auf dieses Duell jetzt in Grödig? Ja, Kontakt habe ich schon noch, aber über das Spiel reden wir eigentlich nicht so. Das blendet man aus, weil ja, das tut man einfach nicht, sage ich jetzt einmal. Und ja, aber Kontakt habe ich auf jeden Fall noch. Was ist die Entwicklung dieser Mannschaft jetzt verfolgt in dieser Saison im Vergleich zur letzten Saison? Ja, sie haben viele neue Spieler also geholt. Und ja, ich glaube, der Start war ziemlich gut für ihnen. Und jetzt ist es leider nicht so gut, sage ich jetzt einmal. Aber ja. Worauf stellt man sich ein in Grödig als Spieler? Nein, in Grödig also ist der Platz ziemlich klein. Also sie haben schnelle Spieler, konterstark. Und ja, also müssen wir auf jeden Fall aufpassen.
könnte euch da entgegenkommen jetzt? Nein, ich glaube jetzt mit 3 Siegen im Rücken haben wir mehr Selbstvertrauen. Und ich glaube, das tut jeder Mannschaft gut und wir wollen auf jeden Fall unser Spiel dort aufziehen. Gibt es noch eine Frage an den Marvin? Wenn es keine mehr gibt, dann alles Gute am Sonntag und einen Sieg. Das wünsche ich mir, das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns allen. Dankeschön fürs Kommen. Thank you.